Und mit unserem schönen Ausweis gehen wir jetzt hier zum Schnabeltiertrapper. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Okay, Schnabeltierfibel. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, also so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Okay, wird passen müssen, ne? Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Okay, wo die Eier sind, die haben wir schon alle gefunden, aber wir müssen uns hier noch die Infos drüber geben lassen. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Einen Toten haben wir ja. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Ja, das kannst du nicht. Aber in der Kühltruhe vom Dock, das können wir. Und das ist das braune Ei. Ja, das war das braune Ei. Okay. Dann, welches ist denn das braune? Das braune ist, glaube ich, das, was da in der Erde lag, ne? Nein, ist das das? Nimmt er die jetzt überhaupt mal? Jetzt, wo er weiß, er muss die nehmen? Ja, gut. Aha. Ach, ist das dieses Spiel, wo man jetzt gleich immer mit dem... Huch. Ach, keine Ahnung. Was war das jetzt? Erdmännchenfalle? Ja. So ähnlich. Ich kenne das mit diesen immer Hammer auf den Kopf hauen, aber hier ist das wohl ein bisschen anders. Hä? Tja, also. Okay. Hey, stehen geblieben. Ich muss wohl nur Glück haben, oder? Ich warte jetzt nur, bis es da mal rauskommt. Ach, warte mal. Ach, schlau ist er. Oh, dieses geile Geräusch. Oh, der ist echt schlau, der Kerl. Will ich doch verarschen, ey. Alter. Kannst du denn irgendeine Dingens geben? Irgendeine Theorie, irgendeine Technik, wie man das machen kann? Ich weiß ja nicht. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Beiden Steine? Oh. Ach, warte mal. Der kann ja schließlich nicht, wenn er hier zum Beispiel ist. Warte mal, ich warte mal, bis der oben links ist.
Ich weiß ja nicht, wie die Gänge unten sind, aber wenn die nur linear wären, könnte er hier nicht mehr weg, oder? Ja, sie sind anscheinend doch über Kreuz auch. Ich krieg's nicht raus. Ich will nicht schon wieder ein Minispiel überspringen. Das geht doch nicht klar. Also, sie sind echt schwer in dem Spiel. In dem Pony 1 waren die leichter. Ist zwar nicht unbedingt schlimm, aber für meine Intelligenz, ja, ist das doch ein bisschen zu schwer. Sollte hier vielleicht irgendwie bedeuten, so ähnlich wie ein Kompass? Ich glaube, ich denke es wieder zu kompliziert. Dass, wenn die Gabeln so zeigen, dass der entweder nach links, rechts, vorne, unten, ja, das wird ja keinen Sinn ergeben, ist ja klar. Ich versuche auch die ganze Zeit rauszufinden, wie der immer läuft. Ob der jetzt drei Kästchen überspringen kann oder nicht. Jetzt hau einfach da drauf. Er geht da dann einfach nicht mehr hin. Unmöglich ist er. Ist hier irgendwo eine Zeichnung oder so? Das habe ich ja auch beim Schnabeltier-Tacker verpasst, dass da hinten die Anleitung stand. Aber nein, hier ist irgendwo auch irgendwie ein Hinweis oder so. Nein. So, er kann so. So. Wenn er hier ist, er kann zwei diagonal. Er könnte also hier hin. Er könnte hier hin. Er könnte hier hin. Ach, ich habe keine Ahnung, Leute. Jetzt kann er auf einmal so weit. Also ich verstehe da keinen Sinn drin, ehrlich. Um ehrlich zu sein. Hier sind auch keine Objekte mehr, nein. Vielleicht einen dahin und in die Mitte irgendwo das Ding. Die Falle tue ich jetzt einfach immer dahin, wo er gerade war. Dann hat er irgendwann ja keine Chance mehr, irgendwo hinzugehen, wenn er denkt, da ist die Falle. Komm schon. Nein, eindeutig bringt das nichts. Der geht auch einfach wieder raus. Ja, jetzt habe ich schon vergessen, wo er war. Hier, ne? Ne, geht auch nicht. Ihr macht auch keinen Sinn. Also er benutzt schon dieselben. Ne, jetzt ist er wieder in einem ganz anderen. Ich weiß es doch nicht. Sorry. Ich will eigentlich gar keine Minispiele überspringen, aber... Oh, ich will mir auch nicht den Spaß am Spiel verderben und euch nicht den Spaß daran, dieses Video zu gucken. Ah, irgendwann werden auch Rätsel kommen, die auch ich schaffe. Ist bestimmt sau offensichtlich, was man hier machen muss. Wir haben es versucht, also
Tut mir leid. Warum tust du mir eigentlich immer leid? Ich meine, naja, egal. Super. Hä? Hä? Warten jetzt? Hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Ja. Das war wohl ein kleiner Grafikfehler, dass der den noch auf dem Kopf hatte. Dass er das Ei noch auf dem Kopf hatte. Okay, und wie schlüpfen die jetzt nochmal? Wie brüten die? Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im Gefroren. Ja, genau. Da war ja das... Zack, das muss doch klappen. Ab zum Dock. Kann doch eigentlich nur klappen, oder? So. Okay. Ach Quatsch, wieso gehe ich runter? Okay, ist gerade jetzt auf jeden Fall flüssig. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Fehlt nur noch die Erde. Die haben wir. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Sollen wir halt erst gefrieren, oder wie? Okay, ist gefroren. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Jetzt fehlt nur noch das Ei. La 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 la. Laut Fibel brüten Soweit, so gut. Man hätte das nicht nachher da reinlegen können. Na, wer ist denn das? Abububububububu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Och, ja. Schnabli, schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Komm, schnabli, schnabli. Na, hot so jung. Na klasse, dann kriegen wir den jetzt, oder? Warte mal. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Das hast du, Rufus. Nein! Naja, kann ja nicht schaden. Speichern wir einfach mal, obwohl ich mich eigentlich nur verklickt habe. Und dann weiterspielen. Bin eh schon lange am Aufnehmen, da macht das keinen Unterschied, wenn ich mal speichere. Damit kann ich höchstens ein paar... Ich brauche bessere... Ach, Mann. Oh. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Dem Doc ist das hier scheißegal. Kalt! Okay, wir haben das Erdnussschnabeltier. Können wir jetzt irgendwie mit Wasser auftauen? Hier steht außerdem... Süßwasserfische sind. Jetzt muss ich nur noch das richtige Nest finden. Okay. Das war da nicht drauf abgebildet, ne? Wie die aussehen? Nein. Nein, 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 nein. Okay... Okay, ich glaube, ich schlag mich bisher nicht sehr schlecht. Also jetzt bei dem Gegner hier, davor bin ich ja schließlich 10.000 Mal verschissen. Was soll denn die Scheiße? Alter, das war doch... War das unser...